The mic and make sure the sound. Neues Jahr, neue Musik. Nicht bei Beatrix Egli, 33. Wie es aussieht, plant die Schlagersängerin erstmal eine Pause. Hier erfährst du alle Infos. Für das neue Jahr nimmt man sich gerne neue Projekte und Vorsätze vor. Wir wollen durchstarten und zum Auftakt des neuen Jahres alles geben. Doch das kann oft auch ganz schön anstrengend und mit viel Stress verbunden sein. Deshalb entscheiden sich auch viele bei dem Druck, um Neujahrsvorsätze einfach nicht mitzumachen, so auch Schlagerstar Beatrix Egli. Die Sängerin hat jetzt auf Instagram ihre Pläne für das neue Jahr verraten und will es erstmal ganz entspannt angehen lassen. Beatrix Egli, Update zum neuen Jahr. Zwar gab es in den letzten Wochen weihnachtliche Posts und einen Adventskalender auf Beatrix Eglis Instagram-Account. Doch in den Stories und vor allem zwischen den Jahren und meinem Jahreswechsel war es nicht um die Sängerin. Nun meldete sich Beatrix Egli mit Neujahrsgrüßen bei den Fans und kündigte eine längere Pause von Instagram und Social Media an. Beatrix Egli, die Auszeit tut ihr gut. Auch wenn ihre Fans die Updates und den Austausch mit Beatrix Egli sicher vermissen werden, in der Story deutlich erkennbar, wie gut der Sängerin die Auszeit tut. Vor allem nach ihrer Corona-Infektion ist etwas Ruhe und Zeit für sie scheinbar genau das, was sie gebraucht hat. Und ihre Pläne für die Auszeit hören sich auch großartig an. Nichts tun, Ruhe und Liebe, Freude und Energie in alle Tage, was es Gutes gibt. Heißt es in der Story, aber auch Beatrix verspürt große Vorfreude auf das, was kommt. So müssen sich Beatrix Fans also nur etwas gedulden, bis neue Updates und vielleicht sogar neue Musik von ihren Liedern kommt. Bis dahin wünschen wir Beatrix Egli gute Erholung.